Ich habe am Montag eine inspirierende Begegnung gehabt, die perfekt zum heutigen Sonntag passt. Und zwar ist mir hier auf dem Areal ein Mann begegnet. Ich habe ihn schon ab und zu gesehen, aber ich kenne ihn nicht näher. Und er hat mich angesprochen und mich gefragt, ob ich Pfarrer sei. Das habe ich bejaht und dann hat er gesagt oder gefragt, ob ich Zeit hätte, einen Moment, um mit ihm zu beten. Und natürlich, das ist das Highlight von jedem Pfarrer, oder? Wenn Menschen kommen und das fragen, so habe ich gesagt, ja klar, habe ich Zeit. Und wir haben uns in einen Raum zurückgezogen. Und so, wie er vor mich angestanden ist, hat es sich ein bisschen angefühlt wie so eine Beichte. Darum habe ich angenommen, er ist katholisch und hat das gefragt und er hat das bejaht. Und, aber in dem, das tut nicht mehr zur Sache. Er ist in einer misslichen Lage und hat gesagt, er wäre froh, wenn ich beten könnte. Und ich mache das natürlich gern. Und ich frage ihn aber auch, ja, betest du selber auch? Das hat er dann so verneint. Ich gesagt, weißt du, das heisst, du kannst reden mit Jesus, wie du mit einem Freund redest. Du kannst ihm dein Herz teilen, weil das kannst du auch selber, auch wenn ich das mega gerne jetzt mit dir mache. Er hat dann mir sofort gesagt, dass er Jesus schon kenne, aber er glaubt eben nicht, dass er Gottes Sohn sei, was eigentlich nicht zum Katholizismus passt, aber wie auch immer, sondern eher vielleicht so einfach ein Prophet, weil es sei ja komisch, der Sohn und der Vater und so. Wie auch immer, ich kann nicht eine lange theologische Diskussion haben, die werden ja da dann am Sonntag geklärt, vielleicht auch nächste Woche, wenn es um Dreieinigkeit geht. Aber ich habe mit ihm gebetet, selbstverständlich. Aber wir sind da damit mitten in der Spannung von dem Thema von heute, wo der Titel trägt, Jesus allein. Und ich möchte euch mitnehmen auf die Frage heute, ja, wer ist denn der Jesus? Wenn es ums Momentum von einer Jesusbegegnung geht, ja, wer ist er denn? Die Frage, die stellt sich uns, wenn wir die Evangelien lesen. Und ich sage jetzt mal am Anfang darum mit Fragezeichen, Jesus allein. Und ich möchte euch eine von den Aussagen, von den berühmtesten, die er tätigt hat, so einen Kopf werfen. Jesus sagt, ich bin der Weg, ich bin die Wahrheit und ich bin das Leben. Ohne mich kann niemand zum Vater kommen. Eine brutale Aussage. Und die Frage, die sich stellt, ist schon, ist der Anspruch nicht ein bisschen überhöht? Er ist der einzige Weg. Ich weiss nicht, ob du dir die Frage auch schon gestellt hast. Ich weiss nur, dass die Emmaus-Jünger, die zwei Jünger, auf dem Weg auf der Straße nach Emmaus, eigentlich sich die Frage schon gestellt haben. Sie sind nämlich tief erschüttert gewesen. Und vielleicht mögt ihr euch erinnern an den Anfang unserer Serie, wo der Reto Lussi uns mitgenommen hat, auf die Geschichte von diesen Jüngern auf der Reise nach Emmaus. Die zwei Männer sind 3 Tage nach der Kreuzigung von Jesus weggereist, abgereist aus Jerusalem. Und die Abreise, die steht bildlich auch dafür, dass all das, was sie ihr Leben darauf gesetzt haben, in den vergangenen Wochen, Monaten, Jahren, nämlich in die Nachfolge von Jesus, zerbrochen war. Und damals hat sich das Leben Richtung Jerusalem gewendet. Mit Jesus sind sie auf Jerusalem gezogen. Aber 3 Tage später, nach dieser Kreuzigung, war alles anders gewesen und sie sind abgezottelt. Wieder davon, weg aus Jerusalem, auf der Straße nach Emmaus. Weil der Jesus ist gestorben. Der, den sie gemeint haben, er sei der grosse Prophet. Der, den sie gemeint haben, er sei der angekündigte Messias. Tot. Und auf dieser Reise begegnet ihnen Jesus selber, der Auferstandene, aber sie erkennen ihn nicht. Und er lässt ihnen zu bei dem, was sie reden. Und er sagt, über was redet ihr eigentlich? Und sie wenden sich an ihn und mit traurigem Blick sagen sie, bist du eigentlich der Einzige, der nicht mitbekommen hat, was gelaufen ist in Jerusalem? Und er fragt, ja, was genau? Und dann antwortet sie ihm Folgendes. Lukas 24, Vers 19. Das, was mit Jesus aus Nazareth geschehen ist, antworteten die Jünger. Er war ein Prophet, den Gott geschickt hatte. Jeder im Volk konnte das an seinen mächtigen Worten und Taten erkennen. Aber unsere obersten Priester und die anderen Mitglieder des Hohen Rates haben ihn an die Römer ausgeliefert. Er wurde zum Tode verurteilt und dann ans Kreuz geschlagen. Dabei hatten wir gehofft, dass er der von Gott versprochene Retter ist, der Israel befreit. Seither sind nun schon 3 Tage vergangen. Und da drinnen spielt sich die ganze Wendung ab von ihrem Leben, nämlich, dass sie glaubt haben, dass er der verheißene Retter ist. Dass sie das tief glaubt haben, sie sagen das da drin sogar. Aber dann ist er getötet worden und unsere Hoffnung ist gestorben. Und seitdem sind 3 Tage vergangen und nichts ist passiert. Der Jesus war doch nicht der gewesen, wo wir gemeint haben, dass er ist. Und der Lukas bettet die Geschichte spannenderweise ein, gerade nach dem Bericht darüber, wie die ersten Jünger und Jüngerinnen vor allem ans Grab sind. Also die Geschichte von Emmaus-Jüngern wird vorher eingeleitet, dadurch, dass die Frauen
am dritten Tag nach dem Tod ans Grab sind und sie treffen dort ein leeres Grab. Und sie treffen dort Engel und die sagen ihnen, ja, was sucht ihr? Der Lebendige bei den Toten, er hat euch doch gesagt, dass er wird auferstehen. Und sie rennen zurück zu den anderen und erzählen das und der Petrus geht dann auch schauen und das Grab ist einfach leer, aber kein Engel dort. Und er ist verwundert. Und die Emmaus-Jünger, das sind die von denen, die dann gesagt haben, hey, wir können das nicht glauben, wir gehen wieder heim. Ihre Hoffnung hat sich in Luft aufgelöst. Jesus ist gestorben. Seine Lehre nichtig in dem Moment. Und mit dem Verschwinden von seinem Leichnam, ehrlich gesagt, auch alles, was noch an ihn würde erinnern, aus der Welt geschafft. Alles, was er gesagt hat, scheint sich in Luft aufzulösen. Und so bleibt ihnen nichts anderes übrig, als zu verschwinden. Weg von Jerusalem, zurück nach Emmaus. Vielleicht geht es dir im Moment auch so. Vielleicht ist dir auch schon so gegangen, dass du so marternde Gedanken kennst über Jesus. Hast du dir auch schon mal überlegt, was es bedeuten würde, wenn er nicht der ist, wo du immer gedacht hast? Vielleicht von Kind auf, vielleicht von dem Moment an, wo du ihn kennengelernt hast. Hast du auch schon Erlebnisse gemacht oder vielleicht auch eben Sachen nicht erlebt, die dich an den Punkt gebracht haben? Ein paar Beispiele. Ein ausbleibendes Wunder, wo du schon so lange dafür betest. Fehlende Segen, obwohl du dein Leben eigentlich versuchst, gut zu leben. Grosse Enttäuschung durch andere Gläubige oder durch Kirche. Das Nicht-Erleben von Emotionen in deinem Glauben, die anscheinend alle anderen haben. Vielleicht aber auch die fehlende Relevanz von dem, was du da Sonntag für Sonntag hörst oder in deiner Bibel liest für dein eigenes Leben. Und du fragst dich so ein bisschen, Jesus wirklich? Das können alles so Gründe sein, die dich auch an den Punkt bringen, wo du das hinterfragst. Das sind so Sachen, die innerlich in dir entstehen. Es gibt vielleicht aber auch äußerliche Sachen, die dich manchmal in den Clinch bringen. Zum Beispiel Stimmen von anderen Menschen. Vielleicht solchen, die viel zu extrem unterwegs sind mit dem Jesus. Ich stelle mir so vor, wo die Emmaus-Jünger diesen Frauen begegnet sind, die gesagt haben, hey, wir sind am Grab gewesen, es ist leer. Und dort war ein Engel gewesen, und er hat gesagt, Jesus ist auferstanden. Und sie haben ihnen zugelassen und gesagt, schläft es euch eigentlich? Das kann ich nicht glauben. Wir gehen zurück nach Emmaus. Vielleicht aber auch Stimmen von anderen Menschen, die den Jesus relativieren. Und von denen hat es auch zu Genüge gegeben damals. Von denen hat es damals viel gegeben, die Jesus schon anerkannt haben als einen, der auch noch etwas Gutes zu sagen hat. Aber der Anspruch an die Sohnschaft von Gott und Gott selber zu sein, den gibt es nicht. Und ich glaube, so Stimmen kennen wir heute auch. Stimmen von anderen Philosophien, Stimmen von Menschen, die sagen, hey, alles gut soweit. Mir fällt das auf, wenn ich mit Menschen über meinen Glauben rede, und das passiert relativ schnell, spätestens dann, wenn du über den Beruf ins Gespräch kommst, was in der Schweiz ja immer passiert, dann redest du über den Glauben. Und dann merke ich, dass ich sehr oft sehr positive Rückmeldungen bekomme. Die Leute finden es nämlich mega gut, dass ich einen Job habe, wo mir Menschen hilft. Und das ist immer sehr, sehr hoch angesehen. Man ist da für die Menschen. Und ich höre oft die Aussage, ja, wenn es den Menschen hilft, ist eben so Religion schon etwas mega Gutes. Aber wenn kritischer wird es immer, und ich finde förmlich, man spürt damit die Spannung steigen, wenn es um die Person Jesus anfängt zu gehen. Und wenn es um den Namen Jesus geht, dann merkt man, wie da plötzlich so eine Spannung kommt, weil Gott ist voll okay und mehrere Religionen kennen Götter oder einzelne oder mehrere, aber der Jesus und was er in Anspruch genommen hat, und nimmt, nämlich den Weg zu Gott sein, der macht mehr Mühe. Irgendwie, ja, ist das vielleicht auch verständlich, aber so erlebe ich es. Und so habe ich es auch wieder in dem Gespräch gehabt, am Montag, mit dem Mann. Aber was ist denn der Anspruch von Jesus? Der Anspruch von Jesus ist sehr klar, wenn man seine Worte, seine eigenen Aussagen anschaut. Auf die Frage von Thomas, dem Zweifler, im Setup von dem letzten Abendessen mit den Jüngern, dem Passamal, nämlich, wo er sagt, ja, keine Ahnung, Jesus, wir wissen ja nicht mal, wo du hingehst. Wie sollen wir denn dir nachfolgen dorthin? Sagt er, ich bin der Weg, ich bin die Wahrheit und ich bin das Leben. Ohne mich kommt niemand zum Vater. Oder eben in einem anderen Text, wo er der Martha antwortet, Johannes 11, Vers 25. Ich bin die Auferstehung und ich bin das Leben. Wer an mich glaubt, der wird leben, selbst dann, wenn er stirbt. Jesus macht etwas sehr deutlich. Er hat den Anspruch, der Einzige zu sein. Und dieser Anspruch stellt einem vor eine Entscheidung. Damals und heute. Und ich möchte euch zuerst mitnehmen darauf, was die Menschen damals mit dem Anspruch gemacht haben.
Und es ist noch spannend, wenn man so die verschiedenen Gruppen anschaut, wo Jesus begleitet haben in seiner Lebzeit, vor allem auch in seiner Wirkenszeit. Und wir fangen an mit den Schriftgelehrten. Die Schriftgelehrten, die haben Jesus sehr ernst genommen. Sie haben nämlich ganz gut zugehört, was er sagt. Und sie sind zum Schluss gekommen, dass er ein Gotteslästerer ist. Weil sie den Anspruch, den er gestellt hat, an sich selber nicht wahrhaben wollten und verneint haben. Sie haben gesagt, du kannst nicht sagen, dass du Gott bist. Du kannst nicht Sünden vergeben, nur Gott kann das. Und der Sohn von Gott sein, das ist eine Lästerung Gottes persönlich. Spannend ist auch seine Familie zu sehen, ganz am Anfang von seinem Dienst. Im Markus-Evangelium wird uns das berichtet, wo er zurückkommt in seine Region, wo er hergekommen ist und sie anfängt zu wirken, dann heisst es dort, dass seine Familie ihn auch nicht ernst genommen hat. Sie haben nämlich gesagt, er hat den Verstand verloren. Also sie haben nicht können mit dem Anspruch umgehen und sie haben mal gesagt, ja hey, ich glaube Jesus, jetzt ist glaube ich übergeht. Vielleicht hast du das auch schon mal über jemanden in deiner Familie gesagt, ich weiß es nicht. Und dann haben wir noch seine Nachfolger. Und seine Nachfolger sind auch sehr interessant. Die haben nämlich Faszination gehabt für das, was der Jesus gesagt hat. Sie sind die Ersten, die gesagt haben, wir folgen dem Namen, wir gehen dem Rabbi, dem Lehrer hinein. Aber sie haben auch etwa die ein bisschen Mühe gehabt mit dem, was er gemacht hat. Nämlich dann, wenn es darum gegangen ist, wie er jetzt die messiashaftige Art auslebt. Wo er plötzlich uns und gesagt hat, wir dienen den anderen. Und wir kommen nicht im Fall mit Gewalt und Macht und Herrschaft. Da sind sie schon ins Stutzen gekommen und gesagt, aber Jesus, das beginnt doch eigentlich anders. Wir müssen doch aufstehen gegen die Römer. Wir müssen doch etwas tun. Es kann doch nicht sein, der Weg vom Demut, der Weg vom den anderen dienen, der Weg vom die anderen Backen anlegen. Das ist doch der falsche Weg, um die Revolution in Gang zu bringen. Und dann haben wir auch noch die Römer. Die Römer, ich würde jetzt mal sagen, wenn man das so am Schluss bei dem Showdown mit dem Pilatus so anschaut, sie haben ihn nicht so ernst genommen. Sie haben gesagt, ja, das ist ein weiterer von diesen verrückten Hebräer, Juden. Die sind ein bisschen, oder? Die haben halt so ihre Religion und ihre Lehren und ihre Propheten und ihre, ja, halt ein bisschen durchgeschnappt auch. Und jetzt kommt der daher, aber ehrlich gesagt, der ist nicht einmal so ernst zu nehmen, dass man ihn verurteilen müsste. Und so hat Pilatus gesagt, ich finde nichts an ihm. Aber er hat natürlich schauen, dass er im Volk weiterhin gut dasteht. Auch bei den angesehenen Juden und bei den führenden religiösen Führern. Und so tut er das, was eben die Anschuldigung am Ende erfordert. Die Anschuldigung, die die Juden vor ihm gebracht haben. Das ist ein Gotteslästerer. Und so urteilt er. Und Jesus wird gekreuzigt und sie geben ihm so nach dem römischen Recht das, was man halt damals dann einem gegeben hat. Eine standardmäßige Verurteilung für einen Revolutionsführer. Anklage, König der Juden. Ein Aufständischer, der muss getötet werden. Und so wird Jesus gekreuzigt. Jesus, der Christus. Der Sohn von Gott. Die Verkörperung von Gott auf Erden, wie es Johannes-Evangelium uns sagt, im Kapitel 10, wo Jesus selber sagt, der Vater ist in mir und ich in ihm. Die Verkörperung von Gott auf Erden. Jesus, in dem Sinn, der neue Tempel. Der Ort, wo Gott wohnt. Der Ort von Gottes Gegenwart. Und ich wage mir behaupten, heute Morgen, Gott selber stirbt. Stirbt so auch die Hoffnung? Es wäre aller Grund da. Wenn es die Auferstehung nicht gibt. Und genau die trifft die Emmaus-Jünger in dem Moment, wo Jesus Brot bricht und mit ihnen teilt, weil sie ihn einladen zum Abendessen nach dieser langen Reise und ihn immer noch nicht gekannt haben. Aber wo sie zusammen dort sitzen und er das Brot bricht, geht es ihnen wie Schuppen vor den Augen. Und sie erkennen, es ist Jesus. Ihre Augen werden geöffnet, heisst es im Text. Und im selben Moment verschwindet er. Ich möchte euch mitnehmen auf den Abschnitt. Da wurden ihnen die Augen geöffnet. Es war Jesus. Und zwar nicht Jesus, der Geborene, sondern Jesus, der Auferstandene. Doch im selben Moment verschwand er und sie konnten ihn nicht mehr sehen. Und dann ist spannend, was passiert. Ohne Zeit zu verlieren. Also ich stelle mir vor, sie haben nicht abgewaschen, sie haben die Sachen stehen lassen, sie sind einfach davon weggerannt. Ohne Zeit zu verlieren, brachen sie auf und kehrten nach Jerusalem zurück. Wahrscheinlich eine Nachtreise, weil ich nehme an, es war Abend, wo sie miteinander gegessen haben. Dort waren die 11 Jünger und andere Freunde von Jesus zusammen. Von ihnen wurden sie mit den Worten begrüßt: Der Herr ist tatsächlich auferstanden. Er hat sich Simon gezeigt.
Vorher haben wir noch gelesen, der Petrus hat ihn nicht gesehen. Aber in der Zwischenzeit hat er ihn gesehen. Der Auferstandene ist auftreten. Der Auferstandene begegnet ihnen. Und ja, alle Hoffnung wäre gestorben, wenn nicht der Auferstandene ihnen begegnet wäre. Und wo sie ihn erkennen, dreht sich ihr Leben um. Ihr ganzer Lebensweg, ihre Straße auf dem Weg nach Emmaus. Und es ist alles wieder retour, zurück nach Jerusalem. Weil die Auferstehung, die verändert alles. Die Auferstehung verändert alles. Was macht der Anspruch mit uns? Wenn wir jetzt in die damalige Zeit zurückgeschaut haben. Der Anspruch an Jesus, von Jesus, der Anspruch, dass er sagt, ich bin der Weg. Erstens, es fordert auch heute eine Entscheidung von dir und von mir. Egal an welchem Punkt du stehst. Wenn ich in mein Umfeld schaue, finde ich einige Menschen, die sagen, hey, Jesus ist definitiv ein guter Mensch gewesen, ein grosser moralischer Lehrer. Ein riesen Vorbild. Eine der bedeutendsten Figuren der Weltgeschichte. Man kann viel von ihm lernen. Aber der Anspruch von ihm an Göttlichkeit, der ist fragwürdig. Aber ich muss euch ehrlich sagen, auch nochmal erneut bekräftigt bin ich nach dem Studium von diesen Texten. Diese Option hat Jesus uns nie gelassen. Die Option gibt er nicht. Wenn wir im geschichtlichen Kontext anschauen, was er gesagt hat, bleibt uns diese Option nicht, dass er einfach ein guter Lehrer war. Ein weiser Mann. Entweder ist er das, was die Menschen damals von ihm gesagt haben, nämlich ein Gotteslästerer in den Augen der Juden. Ein Übergeschnappter in den Augen seiner Familie. Einer, der irgendwie es nicht mehr so gespürt hat. Ein Egozentriker, der es gebraucht hat, dass ihm Leute nachfolgen. Ein Versager, weil er am Ende die Revolution nicht angebracht hat, die er gemeint hat, wenn er ein Revoluzer gewesen wäre. In dem Sinn, wie wir das kennen. Oder dann war er eben wirklich Gottes Sohn gewesen. Die Entscheidung ist an dir und an mir. Und der C.S. Lewis fasst das wunderschön zusammen in einem Text. Den haben wir schon ein paar Mal gebracht. Ich möchte ihn an dieser Stelle doch nochmal zitieren. Der C.S. Lewis, ein grosser Schriftsteller, kritischer Denker und Glaubender, hat Jesus im vorgeschrittenen Alter kennengelernt. Und er schreibt Folgendes. Ein bloßer Mensch, der solche Dinge sagen würde, wie Jesus sie gesagt hat, wäre kein großer Morallehrer. Entweder war und ist dieser Mensch Gottes Sohn, oder er war ein Narr oder Schlimmeres. Wir können ihn als Geisteskranken einsperren. Wir können ihn verachten oder als Dämon töten. Oder wir können ihm zu Füßen fallen und ihn Herr und Gott nennen. Aber wir können ihn nicht mit gönnerhafter Herablassung als einen großen Lehrer der Menschheit bezeichnen. Das war nie seine Absicht. Diese Möglichkeit hat er uns nicht offen gelassen. Jesus fordert eine Entscheidung, auch heute Morgen. Das Zweite ist, Jesus fordert jegliche Art von Religion raus. Das Christentum ist eine der Weltreligionen und das werde ich heute Morgen nicht in Frage stellen. Wir nennen das so, es wird so klassifiziert. Wenn man aber das Wort Religion genau anschaut, dann merkt man, dass Christentum vielleicht doch gar nicht so viel mit dem gemeinsam hat. Religion kommt aus dem Lateinischen religio oder religio, relegere, und steht eigentlich für die gewissenhafte Sorgfalt in der Beachtung von Vorzeichen und Vorschriften. Also Religion ist am Ende etwas Aktives, etwas, wo dich in Tat führt, wo du tust. Ein Weg, wo man beschreitet, um näher an die Erlösung zu kommen. Ein Weg, den man beschreitet, um Erlösung zu erleben, zu finden, Befreiung von dem, was uns irdisch so bedrängt. Ein Weg zur Erlösung. Und diese Wege, die konkurrenzieren sich manchmal auch in den verschiedenen Religionen, manchmal vermischen sich. Und ich habe noch eine Veranschaulichung dabei, wo man könnte sagen, wie der Weg aussieht, immer bei Religion. Du kannst das Erste bringen. Es sind eigentlich die drei Aspekte, der Weg von der Religion, der beinhaltet, die richtigen Werke zu tun. Tu das, tu das, tu das. Bist ein guter Mensch, meditiere oder was auch immer. Dann die richtige Erkenntnis zu haben, sich das richtige Wissen anzueignen. Das kann sein, die Erleuchtung zu erleben oder eben auch irgendwelche Leitsatzungen auswendig zu lernen. Und die richtigen Rituale zu tätigen. Das können Pilgerreisen sein in den einen Traditionen. Das kann völlig andere Formen von Spiritualität sein in anderen. Ich habe das da symbolisiert durch einen Altar, wo man eben Ritual bringt. Es ist ein Weg, den man beschreitet. Das ist Religion. Und es ist der Wunsch danach, durch den Weg, den man beschreitet, irgendwie auf dieser Straße näher dorthin zu kommen, wo die Erlösung liegt.
Und ehrlich gesagt denken wir jetzt alle, ja, so gut sind wir Christen. Zum Glück, wir haben es anders. Ich weiss schon, ihr seid alle schon so weit. Aber seien wir mal ganz ehrlich, wir kennen das nur allzu gut. Wie viel tun wir als Gläubige, weil man es eben genau so macht? Wie viel machen wir in der Hoffnung, dass wir uns irgendwie ein besseres Leben verdienen? Und wenn es dann eben ausbleibt, dann sind wir enttäuscht. Besseres Leben, mehr Segen, mehr Schutz, mehr Glück, mehr Status. Wir können das tun und machen, so wie man es eben tut unter uns. Wir sehnen nach einem erlösteren Leben. Wir wollen es uns verdienen und wir beschreiten den Weg von der Tat in der Hoffnung, dieser Erlösung ein bisschen näher zu kommen. Jesus stellt das Verständnis von der Religion konträr auf den Kopf. Konkret bei den Juden sehen wir, wenn er es immer wieder konfrontiert hat. Und er hat ihnen gesagt, mir geht es im Fall nicht um das äußerliche Zeugs. Es geht mir um das, was im Herzen ist. Er hat das verbalisiert und konfrontiert. Und es geht um das Herz, weil ich bin der das Herz zum Vater bringt, weil ich bin der Weg zum Vater. Jesus antwortete, ich bin der Weg, ich bin die Wahrheit und ich bin das Leben. Ohne mich kann niemand zum Vater kommen. Religion ist ein Weg. Das ist der eine. Der Weg von dir und deinem Tun. Und Jesus ist der Weg zum Vater. Und Jesus ist eben nicht der Weg, wo du musst tun, sondern er ist als Jesus, als Gott, Mensch auf die Erde gekommen. Er zeigt uns nicht den Weg, sondern er ist der Weg. Er sagt nicht, mach das, mach selbst, fast mehr, bett mehr, meditiere mehr, zieh dich mehr in die Stille zurück, gib mehr, spend mehr, opfere mehr, sondern er sagt, du musst den Vater kennen. Und ich lade dich ein. Wenn du mich kennst, kennst du den Vater. Die Lösung kommt eben nicht aus der Tat, sondern es ist eine Erlösung. Er erlöst uns. Er hat die Lösung. Christus, der Weg zum Vater. Oder man könnte es noch pompöser ausdrücken. Gott selber betritt die Bühne der menschlichen Weltgeschichte, kommt runter zu uns und liebt die Menschen, damit sie erlöst sind und ihre Herzen mit dem Vater verbunden sind. Und ich glaube ganz fest, das ist heute Morgen auch ein Ruf von uns Gläubigen. Weil ich glaube, es gibt auch einen anderen Gott, den wir oft nachfolgen, nämlich den Gott der Selbsterlösung. Und sein Weg heisst Moralismus und Perfektion. Und man beschreitet ihn triumphal und hochmütig und besserwisserisch. Und manchmal aber auch extrem niedergeschlagen, weil man den eigenen Ansprüchen nicht genügt hat. Und weil man sich dann dreht auf der Suche nach Erlösung. Weil man es wieder nicht gepackt hat. Und weil man sich Asche aufs Haupt streut und muss nochmal neu gehen, auf den Knie ankreuchen, weil man es ja nicht geschafft hat. Aber Jesus ist ein anderer Weg zu einem anderen Gott. Er ist Gott selber auf die Erde gekommen. Er ist der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater außer durch ihn. Jesus, Gott, der zu uns kommt. Und genau diese Realität trifft die Jünger, wo auf dem Weg nach Emmaus. Ich finde das Situationskomik. Auf dem Weg zurück zu ihren alten Göttern. Auf dem Weg zurück zu ihrem alten Leben. Auf dem Weg zurück dorthin, wo sie schon vorher gewesen sind, bevor sie Jesus kennengelernt hat. Auf dem Weg kommt Jesus zu ihnen. Und ihre Augen werden geöffnet. Und sie erkennen den Verstandenen. Den Weg zum Vater. Und sie kehren um zurück nach Jerusalem. Mein Wunsch ist, dass heute Jesus dir auf deinem Weg begegnet. Ich weiss nicht, wie deine Strasse heisst. Vielleicht ist es die Strasse vom Zweifel und kennst dich auch sehr gut. Ich kann mit dir fühlen, ich kenne dich auch. Vielleicht ist es aber auch die Strasse der Pflicht, der Religion, der Selbsterlösung, vom religiösen Druck. Vielleicht ist es die Strasse von irgendeiner anderen Religion, wo du so ein bisschen auch noch am Austesten bist, am Suchen bist. Ich lade dich heute von Herzen ein. Im Namen von Jesus. Er sagt, ich bin der Weg, ich bin die Wahrheit und ich bin das Leben. Niemand kommt zum Vater als durch mich. Und ich stehe heute da stellvertretend als einer von seinen Nachfolgern. Und ich kann nur auch beten, dass er dir begegnet. Und das ist unser Wunsch auch in dieser Serie, Momentum Jesus-Begegnung. Etwas da können zu erleben, was wir nicht machen können. Weil am Schluss ist es Jesus, der dir begegnen muss. Jesus ist der Weg. Jesus allein. Und so möchte ich beten. Gott Vater, Gott Allmächtige, Gott Grosse, Gott Gütige,
Gott, du Gnädige, ich danke dir, dass du dir nicht schockst bist, um selber den Weg unter die Füße zu nehmen. Ich danke dir, dass du das gemacht hast, der Person von Jesus. Und Jesus, wir danken dir, unser Erlöser, unser Retter, dass du zu uns gekommen bist. Dass du den Weg auf die irdischen Realitäten unter die Füße genommen hast. Dass du ganz Mensch geworden bist. Und wir danken dir, dass du uns den Weg zum Vater geworden bist. Der sagt, ich bin der Weg zum Vater. Der sagt, wer mich sieht, sieht den Vater. Ich danke dir, dass du es vorgelebt hast, wer der Vater ist. Ich danke dir, dass du uns gezeigt hast, wer der Vater ist. Ich danke dir, dass du immer wieder Menschen begegnet bist und sie gerufen hast zum Vater. Und so bete ich heute an diesem Morgen, dass du uns rufst. Dort, wo wir auf dem Weg irgendwo nach Emmaus sind. Du kennst jeden da innen ganz genau. Und so bitte begegne du heute Morgen uns. Öffne uns die Augen wie diesen zwei Jünger auf der Straße nach Emmaus. Danke, bist du gleich wirksam. Danke, bist du gleich auferstanden. 2000 Jahre später. Ich will ganz speziell beten für dich, wenn du da drin bist und sagst, ich habe noch nie den auferstandenen Jesus erkannt. Dann will ich dich herzlich einladen, dass du dein Herz jetzt öffnest mit uns allen zusammen, wo wir da drin sind. Und einfach sagst, Jesus, ich erkenne dich als Auferstandenen. Ich erkenne dich als den Weg zur Erlösung. Kein anderer Weg kann mir Erlösung geben. Von meinen inneren Bedrängnissen, von meinen Schmerzen, die die Welt mit sich bringt, von meinem Zustand, von der Angst oder was auch immer das ist in deinem Leben. Gib es Jesus. Er ist die Lösung. Er ist der Erlöser. Er bringt dich zum Vater. Weil den Vater kennen heisst ewiges Leben. Und heute Morgen sprechen wir dir Gnade zu über dein Leben. Gnade heisst die bedingungslose Liebe von dem Gott, der dich geschaffen hat. Und wir heißen dich willkommen in der Familie von Gott. Und wenn du das innerlich jetzt auch mitbetet hast, dann versichern wir dir, dass du dazugehörst. Dass du bei Gott bist. Und wir alle zusammen sagen Amen.